scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Mein Bild, genau. Jetzt kommen wir zum sechsten Impulsgeber heute Abend. Und unser sechster Impulsgeber ist auch der Initiator von den Impulse Tag X. Er heißt Ovidiu Bretan. Und nach über 4 Jahrzehnten Erfahrung als Vertriebsleiter, Geschäftsführer und Inhaber in mehreren Unternehmen ist er seit einigen Jahren Impulsgeber für Gesundheit, Geld und Glück. Kein Wunder, dass die Impulse Tag X so heißen, wie sie heißen, ja? Und begleitet Menschen, die einen Fokus auf diese Elemente setzen und die Wege in der individuellen Umsetzung suchen. Ihre körperliche und geistige Gesundheit optimiert und begleitet er mit einem Zusatzverdienst und mit einem Zusatzverdienst sind die Schritte zum Glück. Sein Motto ist: Wenn mein Warum stark genug ist, so kommt mein Wie von allein. Sein Thema heute heißt: Einmal mehr aufstehen als hinfallen. 7-mal hinfallen, 8-mal aufstehen. Lieber Ovidiu Bretan, die Bühne gehört jetzt dir und das Mikrofon auch. Ja, also heute Abend traue ich mich nicht. Mal Hand aufs Herz. Wie oft haben Sie das gedacht oder für sich selbst im Leben sogar ausgesprochen? 10? 100? 1000 Mal? Oder noch viel öfter? Ich habe es oft sogar direkt umgesetzt, ohne irgendeinen anderen zusätzlichen Gedanken zu haben. Ich habe mich einfach nicht getraut. Und bleiben wir auf dem Beispiel von vorher. Wenn Kolumbus sich nicht getraut hätte, hätten wir wahrscheinlich Amerika viel später entdeckt oder gar nicht. Also wenn zum Beispiel Ihnen jemand sagt, dass das Wasser eiskalt wäre, verzichten Sie dann nicht zu probieren, ob das stimmt? Sind Sie sich immer sicher, dass das Wasser auch für Sie eiskalt ist? Schauen Sie mal, stellen Sie sich mal vor, Sie stehen am Rand eines Schwimmbeckens. Sie bereiten sich darauf vor, reinzuspringen und jemand hinter Ihnen sagt, also das ist mir passiert, Achtung, das Wasser ist sehr tief. Boah, was geht ihm in Ihren Kopf durch dabei? Kann ich gut schwimmen? Was ist, wenn ich nicht stehen kann? Und so weiter. Und dann drehte ich mich um und die Person hinter mir hatte eine Höhe von 1,20 Meter. Darüber hinaus wusste ich immer noch nicht, ob das Wasser sehr kalt ist oder sehr warm ist. Ich wusste nicht, wie mein Körper dabei reagieren wird. Wissen Sie das vorher? Wir wollen immer alle Möglichkeiten, die wir kennen, durchgehen. Im Kopf durchgehen. Und das ist gut so. Aber Achtung, es sind immer nur die Möglichkeiten, die wir erlebt oder in den meisten Fällen Möglichkeiten, von denen wir gehört haben. So wie die Person mit 1,20 Meter hinter mir. Was ist mit den anderen Möglichkeiten? Sie stehen an der Kante des Schwimmbeckens, an dem Teil, wo diese nur eine Tiefe von 1 Meter hat. Haben Sie mal daran gedacht? Ich habe gelernt, nach sekundenlangen Analyse Entscheidungen zu treffen nach meinem besten Wissen und Gewissen. Ich treffe auch manchmal falsche Entscheidungen. Und bestimmt sind es nicht mehr falsche Entscheidungen, als Sie es treffen. Der Unterschied: Ich treffe 100 Entscheidungen und davon sind 5 falsch. Und ich gehe mal davon aus, dass viele von den Gästen oder auch von unseren Impulsgebern in den gleichen Zeitraum 10 oder 15 Entscheidungen treffen und davon sind auch 5 falsch.
was passiert? Wir verlieren das Vertrauen in uns. Das ist mir auch passiert. Ich verliere schrittweise das Selbstbewusstsein. Und das ist das Gegenteil von sich trauen, ist nämlich Angst. Und das Gegenteil von Mut ist auch Angst. Also mein erster Tipp, treffen Sie schneller und öfter Entscheidungen. Martina hat vorher schon über mich gesagt, ich bin ja seit über 40 Jahren, war ich in Angestelltenverhältnis oder knapp 40 Jahre dabei, hat sie nicht erwähnt, dass ich in fast 20 Unternehmen das erlebt habe. Jeder Wechsel war für mich gesundheitlich und finanziell ein voller Erfolg. Ja, aber ich habe mich auch zu einem Schritt zu spät getraut. Der Schritt, in der hundertprozentige Selbstständigkeit zu gehen. Hatte ich einen Grund dafür? Wusste ich, wie kalt das Wasser ist? Nein, das Einzige, was ich hatte, waren viele, sehr, sehr viele Ausreden. Wissen Sie, ich bin ja auch nicht anderes als Sie. Auch ich hatte Ängste, auch ich hatte Bedenken. Auch ich war schwach. Auf keinen Fall habe ich das aber nach außen gezeigt. Und um wirklich der Größte zu sein, da hat mir ein Coach einen Tipp gegeben. Und den gebe ich ihm gerne weiter. Der hat mir gesagt, jedes Mal, wenn du auf der Straße gehst, stelle dir vor, dass du der Größte bist, der Stärkste bist, der Mutigste von allen Passanten, die du triffst. Und dann wirst du es dir auch in der Praxis immer wieder bestätigen, dass du es auch bist. Dann entscheidest du auch auf einmal, dass du es umsetzt, dass du auch wirklich bist. Wissen Sie, ich bin immer der Größte. Und Sie sind es auch. Wenn Sie es nicht sind, dann sind es die anderen. Was kann dabei schon passieren? Viele sagen, naja, das kann ein Problem auftreten. Nein, es gibt keine Probleme, denn dabei erhalten Sie von mir einen nächsten Tipp. Schreiben Sie sich diese Abkürzung auf. Ich habe sie ganz groß in ganz vielen Umgebungen bei mir im Hause und inzwischen seit urlanger Zeit. Ich kenne sie auswendig, NIPSILT. Das kommt von Andreas Ackermann. Was bedeutet diese Abkürzung? Nicht in Probleme, sondern in Lösungen denken. Deswegen habe ich selber auch nie ein Problem. Wissen Sie, es steht Ihrem Mut wirklich nichts entgegen. Um Ihnen nachzuweisen, habe ich zum Beispiel dieses Kongress in Leben gerufen. Ich und wir alle Impulsgeber und Impulsgeberinnen wollen immer Sie ermutigen, das zu tun, was Ihnen gesundheitlich und finanziell gut tut. Wissen Sie, wir möchten oder wir wollen, dass Sie glücklich werden. Sie dürfen glücklich sein. Sie dürfen lieben. Sie dürfen geliebt werden. Und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtige, Sie oder du oder sie. Du bist der Größte. Und deswegen ein letzter Tipp von mir. Tun Sie es bitte nur heute. Und deswegen schreiben Sie mal auf Ihre Tafel meine Wörter auf, die vorher auch Martina vorgelesen hat. Und zwar, oh, das, die Folie fällt mir jetzt, aber die Wörter kennen Sie und schreiben Sie es bitte genauso auf. Wenn mein Warum groß genug ist, dann kommt mein Wie von allein. Einen wunderschönen Abend noch und vielen Dank, Ovidiu Bretan, fit, gesund, mobil.